Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist Palmsonntag, der Beginn der Karwoche. An diesem Sonntag hatten wir uns eigentlich den Vorstellungsgottesdienst der Hauptkonfirmanden vorgenommen. Wir hatten eine wunderbare Freizeit in Gröbitz an der Ostsee, sind mit anderen Gruppen durcheinander am Strand gekugelt und keiner musste auf irgendetwas aufpassen. Wir haben lange mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden über das Glaubensbekenntnis gearbeitet und ich hätte es schön gefunden, wenn wir hier alle miteinander in der Kirche hätten feiern können. Aber immerhin, die Jugendlichen haben ihre Texte eingelesen, ihre Gedanken zu Gehör gebracht. Und so können wir auf diese ungewöhnliche Art und Weise vielleicht doch ein wenig Vorstellung am Palmsonntag begehen. Kommen Sie doch mit rein. Die Jesusgeschichte ist eine von vielen schönen und besonderen Geschichten und Erzählungen aus der Bibel. Aber warum ist sie für uns wichtiger als andere? Warum ist es genau diese Geschichte, die wir uns immer und immer wieder erzählen? Was macht sie so besonders und bedeutend? Im Grunde genommen richtet sich der ganze Kalender nach der Jesusgeschichte. Ihr verdanken wir jeden Feiertag. Wir haben Karfreitag, weil Jesus gekreuzigt wurde, und feiern Ostern, weil Jesus auferstanden ist. Wir feiern Himmelfahrt, Pfingsten, Erntedank, Weihnachten und die ganzen anderen Feste und das alles nur wegen der Jesusgeschichte. Sie erzählt uns, wie gütig Gott ist und was er uns alles gab und immer noch gibt. Die Geschichte erzählt uns, wie der Glaube begann und wie er sich verbreitet hat. Die Geschichte erzählt uns, dass Gott barmherzig ist und alle Sünden vergibt. Sie erzählt uns, dass jeder Mensch gleich ist, egal wie groß, egal wie hübsch, egal wie schlau derjenige sein mag. Sie erzählt uns, dass Menschen sich immer helfen und alles teilen sollten. Sie sollen den Glauben niemals aufgeben, denn auch als Jesus gekreuzigt wurde, hörten seine Jünger nicht auf, an ihn zu glauben. Die Geschichte lehrt uns, wie schön der Glaube ist und was die Geschichten und Gott uns alles geben. Sie zeigt uns, dass das Leben schön sein kann, aber dass es auch nicht so glückliche Momente gibt. Wir sollten den Glauben niemals aufgeben, denn durch ihn finden wir immer wieder das Glück und eine fröhliche Zeit. Ich denke, Jesus ist ein Zeichen für Hoffnung und ein Leben nach dem Tod, da er nach seiner Kreuzigung und der Verschließung in der Höhle wieder auferstanden ist aus dem Reich der Toten. Wir alle machen Fehler und tragen Lasten mit uns, mit denen wir nicht alleine fertig werden und auch nicht müssen. In solch einer Situation denkt man vielleicht, niemand versteht mich. Doch Jesus, der Sohn Gottes, der verachtet und verfolgt wurde, versteht uns. Und wenn man sich das bewusst macht, ist das ein mentaler Beistand. Das Evangelium für den Palmsonntag steht bei Lukas im 19. Kapitel. Danach brach Jesus auf und ging seinen Schülern voran nach Jerusalem. Als sie in der Nähe von Bethphage und Bethanien an den sogenannten Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Schüler aus und sagte: Geht in das Dorf, was vor uns liegt.
Wenn er hineinkommt, findet er ein junges Esel vorn, auf den noch niemals jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, sagt, der Herr braucht es. Und genauso passierte es auch. Als die beiden das Fohlen losbanden, sagte sein Besitzer, was bindet ihr das Fohlen los? Der Herr braucht es. Dann brachen sie es zu Jesus, legten dem Tier ihre Kleider auf den Rücken und setzten Jesus drauf. Dann zogen sie los und legten ihre Kleider auf die Straße. Und als sie schon zum Abhang des Ölbergs kamen, brach die Menge der Schüler in lautes Gottesgelob aus über die gewaltigen Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gelobt sei der, da kommt, der König in Gottes Namen, im Himmel Frieden und Glanz in der Höhe. Einige Pharisäer, die in der Volksmenge waren, sagen zu ihm, Lehrer, ermahne deine Schüler. Ich sage euch, wenn diese schweigen müssen, schreien die Steine. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Hoffnung und Glück und an die Liebe. Ich glaube an die Guten und Bösen, auch an die Weiterentwicklung der Erde und Lebewesen und an die ewige Freundschaft. Ich glaube auch an die christliche Kirche und an die religiösen Geschichten, an die ewige Verbundenheit mit der Familie. Ich glaube an das ewige Leben. Ich glaube an den Begleiter, der Tag und Nacht auf mich aufpasst, der mir Mut macht und sich in den glücklichen Momenten für mich freut. Und an die ewige Hoffnung, die immer existieren wird. Ich glaube an die Leidenschaft, die uns alle verbindet. Ich glaube daran, dass alles einen Sinn hat. Ich glaube an das schöne Leben, das Gott uns geschenkt hat. Ich glaube an die Hilfe Gottes und seine Begleitung auf unseren Wegen. Ich glaube daran, dass Gott uns immer beschützen wird, egal was wir tun. Ich glaube daran, dass Gott uns immer gut behandeln wird und dass er jeden gleich behandelt, egal wie man aussieht. Ich glaube daran, dass Gott uns nach dem Tod in seinem Reich aufnimmt. Amen. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, großgezogen von ihr und Josef. An den Mann, mit dem der christliche Glaube begann, der es schaffte, dass wir ihn verehren und an ihn glauben. Jesus Christus, das große Idol, der, von dem wir vieles lernen können, und der, dem wir vieles zu verdanken haben. Ich glaube an Gott und an Jesus, der als Sohn Gottes auf die Erde kam und der für uns geboren und gestorben ist. Und das nur, um uns ein besseres Leben zu geben. Außerdem hat er bewiesen, dass er alles für uns tun würde und wir uns nicht vor dem Tod fürchten müssen. Ich glaube an Jesus, der sich für uns geopfert hat. Ich glaube an die Auferstehung und das Leben nach dem Tod. Ich glaube an den Frieden, die Liebe und die Besonderheit, die uns Jesus geschenkt hat. Ich glaube an das Neue Testament, wodurch uns Jesus teilen, lernen und das Richtige zu tun beigebracht hat. Ich glaube an die Hoffnung.
Ich glaube an den Gott, der für uns seinen Sohn geopfert hat. Ich glaube an den lieben Gott, den Allmächtigen, und an Jesus Christus, der unter Pontius Pilatus gelitten hat, gekreuzigt, gestorben und begraben wurde, der die Kranken geheilt hat, der seinen Verräter verzeihen konnte. Ich glaube auch an die heilige Gemeinschaft, an die Vergebung der Sünden. Ich glaube an das ewige Leben, ein Leben nach dem Tod. Amen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Wir beten für die Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass die Verschiebung der Konfirmation sie nicht zu sehr belastet, dass sie sich trotzdem auf ihre Feier freuen, dass ihre Gedanken ehrlich sind, dass Gott es ihnen verleihen möge, dass sie beim Glauben bleiben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für all unsere Familien. Wenn es sein darf, hilf, dass wir unbeschadet durch diese Krise hindurchkommen. Dass wir dem Leben neue Aspekte abgewinnen können. Dass unsere schlimmsten Sorgen sich nicht erfüllen, sondern dass wir Bewahrung durch deine Güte erfahren. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die sich große Sorgen um die Zukunft machen, dass das Schlimmste nicht eintreten möge, dass wir gut davonkommen, dass es einen neuen Aufschwung geben kann, dass wirtschaftliche Grundlagen nicht komplett einbrechen, sondern dass wir neue Ideen bekommen. Hilf, dass unser Leben wieder normal und fröhlich wird. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die gerne eine Kirche betreten würden und es jetzt nicht dürfen. Hilf, dass durchs Telefon, übers Netz, durch gute Gedanken aus der Ferne oder durch Besuche an der Haustür diejenigen gestützt werden, die Stütze wirklich brauchen. Dass wir die Verbindung nicht abreißen lassen, sondern es schaffen, deine Liebe
weiterzugeben, auch auf ungewöhnlichem Wege. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und was ein jedes von uns bedrückt und belastet oder Gott sagen möchte, das tun wir nun ein jedes für sich. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche unseren Konfirmationsfamilien trotz eigenartiger Umstände ein schönes Osterfest und einen hoffentlich schönen und baldigen Wiederbeginn des normalen Lebens. Ich hoffe, dass ihr das Beste aus dieser Zeit machen konntet, machen könnt. Und wünsche euch alles Gute.